Was bestimmt die Nachrichten? Inzidenzzahlen. Oh, da ist was raufgegangen. Oh, da ist jetzt das gleich. Und das Land ist schlechter als das. Und wir waren aber vor der ersten Welle da. Und jetzt, und irgendwann schaltest du ab. Du hörst überhaupt nicht mehr zu. Wie beim Autounfall, man glotzt hin, was Schlimmes passiert, aber man macht keinen Bezug zu sich selber. Wir sind alle Teil dieses Unfalls. Und die Menschen, die bei diesen Wellen nicht mitbedacht werden, sind die, die am Ende der Welle übrig bleiben mit Long-Covid. Die vierte Welle wird viele neue Long-Covid-Erkrankte zurücklassen. Ihre Hoffnung könnte eine Ärztin aus Mülheim sein. Wie geht es Ihnen heute Morgen? Heute Morgen ganz gut. Die letzten Tage war ich extrem müde. Mhm. Ich bin gestern Morgen aufgestanden. Dr. Beate Jäger hat mittlerweile über 200 Long-Covid-Patientinnen und Patienten behandelt. Bei fast allen hat sich der Zustand verbessert. Die Ärztin nutzt ein bekanntes Verfahren für Herzkranke, die Blutwäsche. Bei Covid geht es entscheidend darum, Blutgerinnsel, die durch das Spike-Protein des Virus im Körper des Patienten verbleiben, zu entfernen. Die Patienten brauchen Blutverdünner. Und wenn die Blutverdünner nicht reichen, brauchen sie zusätzlich eine Help-Apherese. Manche brauchen nur eine Apherese und sie sind wieder gut. Andere brauchen 5 Apheresen. Diese Geräte reinigen das Blut. Virusreste, Autoantikörper und Gerinnsel werden aus dem Blut gefiltert. Das gereinigte Blut wird wieder in den Patienten zurückgepumpt. Das verbessert die Durchblutung und versorgt die Zellen wieder mit Sauerstoff. Auch der britische Lungenarzt Dr. Asad Khan leidet unter schweren Long-Covid-Symptomen. Er setzt alles auf eine Karte und kommt hierher nach Mülheim, um sich von Beate Jäger behandeln zu lassen. Ich habe als Lungenarzt direkt an der Front gearbeitet und unendlich viele Covid-Patienten gesehen. Mitten in der zweiten Welle habe ich mich dann angesteckt, weil wir uns nicht ausreichend schützen konnten. Bevor ich hierher kam, war ich ans Bett gefesselt und konnte kein Essen vertragen. Ich dachte, ich würde eine Magensonde bekommen. Ich konnte nicht länger als ein paar Minuten sitzen. An Stehen war gar nicht zu denken. Es war einfach schrecklich. Es beeinträchtigte die Harnblase. Ich verlor die Kontrolle und ich musste Einlagen tragen. Das ist für einen erwachsenen Mann sehr beschämend. Ich war völlig abhängig von anderen. Ich hatte das Gefühl, mein Leben wird mir gestohlen. I'd had my life stolen from me. Dr. Jäger ist von der Wirksamkeit der Blutwäsche so überzeugt, dass sie eine Studie dazu selber finanziert. In Zusammenarbeit mit Immunologen aus Kapstadt und London und dem Max-Planck-Institut sind bisher 20 Patientinnen und Patienten klinisch untersucht worden. Die Ergebnisse sind vielversprechend und werden Anfang 2022 veröffentlicht. Es ist das Virus, das die Erkrankung verursacht. Das Virus macht unsere Antihaftbeschichtung in den Adern kaputt. Das führt zu Minderdurchblutung. Minderdurchblutung macht 256 verschiedene Symptome, von Hirnstammenzephalitis bis zu Darmlähmung. Das macht Todesangst bei den Leuten, wenn sie nachts Erstickungsanfälle haben. Und wenn dann diese erbarmungswürdigen Menschen auf Ärzte treffen, die ihnen sagen, sie hätten einen an der Waffel, dann ist das nicht hilfreich. Dr. Asad Khan kann nach 7 Blutwäschen wieder laufen, essen und sich ohne Probleme auf Fachtexte konzentrieren.
Beate Jäger und er sind überzeugt davon, dass die kleinen Gerinnsel in den Adern Long-Covid verursachen. Und diese Klümpchen kann man sogar sichtbar machen. Das ist ein normaler Patient. Und das ist ein Long-Covid-Patient. Das Grüne sind die Gerinnsel. Das Bild sagt mehr als 1000 Worte. Das ist mit uns Patienten los. Wir sind voller Gerinnsel und keine noch so gute Reha oder Psychotherapie wird das heilen. Sie müssen entfernt werden. Ich hatte keine Ahnung, wie viele Gerinnsel ich habe. Alle meine Gerinnungstests in England waren normal. Das beweist, diese Tests zeigen uns nicht alles. Als Arzt muss man neugierig bleiben und den Patienten glauben. Das haben wir anscheinend verloren. Eines Tages haben sie diese riesigen Blutgerinnsel aus meinen beiden Ellenbogenvenen gezogen. Wow, das war die ganze Zeit in mir. Das hat mich krank gemacht. Und niemand dachte daran, dass es die eigentliche Ursache ist. In früherer Zeit hätte es ein staatliches Forschungsinstitut für Covid gegeben, wo man Menschen verschiedener Fachdisziplinen, die einen Lösungsansatz haben, unterstützt und gewähren lässt, weil das ist eine nationale Aufgabe. Ich alleine kann die Welt nicht retten und ich würde mir das auch nie anmaßen. Die meisten Krankenkassen übernehmen die Kosten der Blutwäsche nicht. Es fehlen Studiendaten. Na logisch bei einer neuen Erkrankung. In der Zwischenzeit zahlen die Betroffenen selber, sind so verzweifelt, dass sie von England nach Mülheim ziehen und eine eigene Long-Covid-WG gründen. Mich erschüttert die Art und Weise, wie wir Medizin betreiben. Wir agieren zu defensiv. Solange ein Verfahren nicht mehrere Studien durchlaufen und seinen Nutzen bewiesen hat, sind wir Ärzte sehr zurückhaltend, Risiken einzugehen und Grenzen auszutesten. Diese große Gruppe von Menschen ist sehr krank. Sie brauchen jetzt eine Behandlung. Andernfalls wird sich ihr Zustand verschlechtern und sie werden vielleicht nie wieder gesund. Was mir Hoffnung macht, sind immer Menschen, die nicht abwarten, sondern tun. Das gilt bei allen großen Krisen. Ich bin beeindruckt von ärztlichen Kollegen, die sagen, okay, solange das Gesundheitswesen mir keine Therapie anbietet, probiere ich es selber aus. Und dann das dokumentieren und wiederum dafür sorgen, dass andere aus diesen Pioniertaten dann auch belastbare Daten bekommen. Wir werden eine Lösung finden, auch wenn wir die im Moment noch nicht greifen können.